Aufgepasst, Soldaten, hier spricht Major Blay. Der Wettlauf zum Mond hat bereits begonnen. Wer wird als Erster einen Fuß auf den Erdtrabanten setzen? Wie du diese Mission am besten und erfolgreich meistern kannst, das werde ich dir jetzt zeigen. Also, los geht's, ihr kosmonautischen Frischlinge! Um die digitale Erweiterung Wettlauf zum Mond spielen zu können, müsst ihr diese in der Szenarioauswahl aktivieren und auswählen. Worum geht's bei Wettlauf zum Mond? Die Nationen kämpfen um die Vorherrschaft im Weltall. Es geht um Prestige, Anerkennung und Macht. Und wer wird als erste Nation einen Fuß auf dem Erdtrabanten setzen? Um das Szenario zu gewinnen, muss ein Spieler eine bemannte Rakete zum Mond schießen. Dazu müssen zuerst drei Bedingungen erfüllt werden. Erstens, es wird ein Öl für die Erzeugung von Raketentreibstoff benötigt. Zweitens, ein Astronaut muss ausgebildet werden. Und drittens, eine Mondsonde muss Bilder von der Mondoberfläche machen. Hat ein Spieler alle drei Bedingungen zu Beginn seiner Runde erfüllt, darf er mit der Errichtung eines Raumhabens in einem seiner Gebiete beginnen. Die Errichtung dauert drei Spielrunden und so lange muss der Spieler das Gebiet noch verteidigen. Ist ihm das gelungen, startet seine Rakete zum Mond und der Spieler hat das Szenario gewonnen. Wie das Ganze jetzt genau funktioniert, erkläre ich euch Schritt für Schritt. Spielvorbereitung. Für Wettlauf zum Mond benötigt ihr die Szenariomarker, die in der Spielschachtel beigelegt sind. Die App sagt euch zu Beginn, dass ihr die Marker 1 bis 5 in den Seefeldern platzieren müsst. Also je ein Marker in je ein Seefeld. Welcher Marker in welchem Seefeld liegt, ist egal. Hier haben wir jetzt alle 5 Marker, den könnt ihr euch aussuchen, links oder rechts, hier platziert. Ölplattform erobern. Wie kommt ein Spieler jetzt zum wertvollen Öl? Er muss dazu in ein Seefeld ziehen, um den dort platzierten Marker zu erobern. Dazu platziert der Spieler in seiner Kampfphase beliebige Einheiten aus seinem Basecamp in eines der Gebiete, das an ein Seefeld grenzt. Zum Beispiel hier, also erkennbar sind diese Gebiete mit dem Anker und der strichierten Linie zum Seefeld. In der Bewegenphase bewegt er dann seine Einheiten in das Seefeld. Befindet sich keine feindliche Einheit im Seefeld, darf er den Marker sofort aufdecken. Das wird dann in der App gemacht. Befinden sich feindliche Einheiten in einem Seefeld, müssen zuerst alle Einheiten vernichtet werden. Angenommen, der Blaue hätte hier noch Einheiten, muss zuerst gekämpft werden. Das wird nach den üblichen Kampfregeln gemacht. Achtung, für Einheiten, die du gerade in der aktuellen Runde in das Seefeld bewegt hast, endet der Spielzug sofort. Du kannst also erst nächste Runde mit diesen Einheiten kämpfen. Marker aufdecken. Hat den Spieler ein Seefeld erobert, indem er alle Kämpfe hier erfolgreich abgeschlossen hat, darf er in der App den entsprechenden Marker aufdecken. Dazu tippt er dann während seiner Kampfphase auf das Mond-Icon und wählt dort den entsprechenden Marker, in diesem Fall hier 3. Die App zeigt dann an, ob in diesem Gebiet Öl gefördert werden kann oder nicht. Diese Information ist geheim und die anderen Spieler dürfen das nicht sehen. Wird Rohr See angezeigt, muss ein Spieler in einem anderen Seefeld suchen. Hier kann eben leider kein Öl gewonnen werden. Wird eine Ölplattform angezeigt, kann er das begehrte Öl fördern und diese Bedienung ist damit abgeschlossen. Die Ölplattform selbst bleibt so lange im Besitz des jeweiligen Spielers, bis ein anderer Spieler das entsprechende Seefeld erobert hat. Wer welchen Marker aktuell besitzt, ist bei der Markerauswahl in der App durch den jeweiligen Spielernamen gekennzeichnet und kann jederzeit nachgesehen werden. Astronaut ausbilden. Für die Reise zum Mond wird natürlich passendes Personal benötigt. Dazu können die Spieler im Hauptquartier einen Astronauten ausbilden. Um die Ausbildung zu starten, tippt der Spieler auf das Mond-Icon im Hauptquartier und dort dann auf den Astronauten. Die Ausbildung dauert eine Spielrunde. Die Kosten variieren abhängig von der Spieleranzahl. Die App zeigt den Spieler immer an, sobald die Ausbildung abgeschlossen ist und somit die Bedienung auch erfüllt wurde. Das ist eine öffentliche Information und auch alle anderen Spieler wissen, sobald du den Astronauten die Ausbildung abgeschlossen hast. Mondsonde aktivieren. Die Mondsonde aktiviert der Spieler ebenfalls im Hauptquartier. Dazu tippt er wieder auf das Mond-Icon und dann auf die Mondsonde. Die Mondsonde startet ihren Erkundungsflug, um Bilder von der Mondoberfläche zu machen. Das Ganze dauert 2 Spielrunden, die Kosten für die Aktivierung sind wieder abhängig von der Spieleranzahl. Nach 2 Runden zeigt die App dann in einem öffentlichen Event die entsprechende Information und dass diese Bedienung damit erfüllt ist. Das können natürlich auch wieder alle anderen Spieler sehen. Raumhafen errichten. Um mit der Errichtung eines Raumhafens zu beginnen, muss ein Spieler zu Beginn seiner Runde alle 3 Bedingungen erfüllt haben. Eine Ölplattform besitzen, einen Astronauten ausgebildet haben und eine Mondsonde aktiviert haben. Trifft das zu, zeigt die App die Information, dass der Spieler mit der Errichtung beginnen kann. Dazu wird ihm ein weiterer Marker zugeteilt, den er sich dann nehmen darf.
diesem Marker setzt er dann in ein beliebiges seiner Gebiete. Ab jetzt muss er versuchen, dieses Gebiet für 3 Runden zu verteidigen. Sprich, kein anderer Spieler darf in dieses Gebiet eindringen und den Marker erobern. Gelingt es jedoch einem anderen Spieler, alle Einheiten in dem Gebiet zu vernichten, darf er den entsprechenden Marker in der App auswählen. Der im Bau befindliche Raumhafen wird dadurch zerstört und der Marker in dem Gebiet wird entfernt. Wurde ein Raumhafen zerstört, muss der Spieler zu Beginn seiner Runde wieder alle 3 Bedingungen erfüllt haben. Dann wird ihm wieder ein neuer Marker für die Errichtung eines Raumhafens zugeteilt. Sieg! Gelingt es einem Spieler, das Gebiet, in dem er seinen Raumhafen errichtet hat, für 3 Runden erfolgreich zu verteidigen, gewinnt er das Szenario Wettlauf zum Mond. Die App zeigt dann den entsprechenden Sieger an und ihr könnt euch glücklich schätzen, diese Aufgabe gemeistert zu haben. So funktioniert der Wettlauf zum Mond. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ihr seid genauso heiß drauf, diese Mission anzugehen und auch zu meistern. Ansonsten wendet euch an unseren WhatsApp-Support, wir erklären euch das Ganze auch nochmal ganz individuell. Achtung, es zählen alle Siegbedingungen, auch Militärforschung und Missionen, also dass ihr das nicht überseht. Ihr könnt euch das aber auch ausschalten, indem ihr beim Zahnrad-Symbol bei der Szenarienauswahl einfach draufklickt und das dort einstellt. Solltet ihr ein Seefeld ohne Ölplattform besitzen, empfiehlt es sich trotzdem dort Einheiten zu platzieren. Denn die anderen Spieler wissen nicht, dass dort keine Ölplattform ist und werden somit mit auf eine falsche Fährte gelockt. Hast du mit der Errichtung deines Raumhafens bereits begonnen, ist es nicht mehr notwendig, eine Ölplattform zu besitzen. Sollte dein Raumhafen jedoch zerstört werden, benötigst du für die Errichtung eines neuen Raumhafens wieder eine Ölplattform. Achtet darauf, Allianzen rechtzeitig aufzulösen. Ihr müsst mitunter die Errichtung des Raumhafens eines Gegenspielers stoppen und das geht nur, wenn ihr gegen ihn kämpft. Spielt ihr Südafrika, müsst ihr aufpassen bezüglich der Spezialfähigkeit, die gilt nicht in Gebieten, in denen ein Raumhafen errichtet wird. Tschüss, viel Spaß beim Spielen, euer Major Play.